Nun ist gut. Nun ist gut, es reicht. Lieber Horst, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie den Weg hier in die Basler Hofsäle gefunden haben. Es gibt ja zwei wesentliche Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, es regnet nicht in Hamburg, das ist ein Grund, draußen zu bleiben. Und zweitens, gleich ist Fußball. Aber ich verspreche Ihnen, bis dahin haben wir es geschafft. Also, das ist das Thema Nanopartikelbildgebung in der Kernspintomographie, ein neuartigen MPI-Verfahren. Etwas sperrig, aber es trifft den Kern ganz gut. Ich darf Ihnen in den nächsten knapp 40 Minuten ganz kurz etwas zu dem Einsatz von magnetischen Eisenoxidpartikeln, die wir in der bildgebenden Diagnostik verwenden, berichten. Es gibt wesentliche Punkte, die adressiert werden müssen. Wie sind so Teilchen aufgebaut, die wir überhaupt einsetzen? In vivo, also beim Menschen, bei uns Patientinnen und Patienten. Wie ist die Verteilung von denen? Dann wird es natürlich darum gehen, was kann man in der Magnetresonanztomographie, Sie alle kennen diese großen Kästen, die schrecklichen Lärm machen, wo man reingesteckt wird zu verschiedenen Gegebenheiten, um Diagnosen rauszubekommen. Was kann man heute schon klinisch damit machen? Und das sind gemeinsame Arbeiten, die hier zusammen mit der Arbeitsgruppe von Horst Weller und vielen anderen entstanden sind. Wo kann man sie experimentell nutzen und wird sie vielleicht in Zukunft dann klinisch nutzen können? Dann darf ich Ihnen dieses neue Verfahren vorstellen, was ausschließlich auf der Anwendung von solchen magnetischen Partikelchen basiert. Das nennt sich Magnetic Particle Imaging, ist hier in Hamburg entwickelt worden, also eine echte Hamburgensie und ist jetzt in einem präklinischen Stadium, also versucht, den Schritt in die klinische Anwendung zu gehen. Und last but not least will ich ein paar Perspektiven aufzeigen. Das kennen Sie alle und das hat auch was mit Medizin zu tun, nämlich mit Altern. Ja, so sieht das aus, wenn wir alle älter werden, mehr oder weniger. Das ist noch ein ziemlich gut erhaltenes Modell und Sie sehen, was die Natur, die Zeit mit uns macht. Sie lässt uns altern und sie lässt uns auch ein wenig rosten. Und das ist das letztendlich, was wir als magnetische Partikelchen für unsere Bildgebung einsetzen. Wir setzen diese Magnetit- oder Maghemit-Substanzen ein. Die haben einen Kern, der ist magnetisch aus diesem Eisen und die sind eingehüllt in Zucker, in verschiedene Stoffe und die lassen sich dann auch mit verschiedenen anderen Substanzen verbinden oder sogar einpacken, wie zum Beispiel in kleine Fettkügelchen. Da zeige ich Ihnen Beispiele für. Und die kann man, wie gesagt, dann in den Körper bringen, indem man sie in das venöse System, in eine periphere Armvene beispielsweise, injiziert. Typischerweise werden derzeit schon im klinischen Einsatz solche Dosen appliziert. Ein großes Problem, aber auch gleichzeitig ein diagnostisches Vehikel. Diese Eisenteilchen werden ganz furchtbar schnell durch Fresszellen in unserem Körper, die entweder im Blut herumschwimmen oder aber die in der Leber, in der Milz und zu einem großen Teil auch in der Lunge existieren, aufgefuttert und wir können sie da diagnostisch nutzen. Ich zeige Ihnen gleich das. Diese Partikelgröße bestimmt ganz wesentlich, wie die Halbwertszeit im Körper ist, wie lange die im Blut schwimmen oder wie lange sie im Organ bleiben. Sie werden dann, und das ist das Angenehme an diesen Teilchen, wir alle haben ja viel Eisen in uns, nämlich das sieht man, wenn man sich schneidet, dann wird es plötzlich rot auf dem Abendbroteller oder irgendwo anders beim Handwerkern. Dann fließt nämlich Blut aus den Erythrozyten und das hat Eisen. Sie werden also im Körper-Eisenpool gespeichert und wir können bis zum Hundertfachen einer klinischen Dosis diagnostisch applizieren. Das ist eine traumhafte Rate, die sonst eigentlich von keiner Substanz erreicht wird. Also das Hundertfache an Dosis zu geben, das ist schon was ganz Tolles. Diese magnetischen Nanopartikel, die reagieren mit ganz vielen Stoffen, wenn sie ins Blut kommen. Sie reagieren mit Proteinen und das ist auch ein großes Problem. Die werden dann nämlich sofort von denen umgeben und umhüllt und verändern ihre Eigenschaften. Die interagieren, wie gesagt, mit diesen Makrophagen, die entweder herumschwimmen oder in den Organen sind. Sie werden auch zum Teil renal ausgeschieden. Und was man wissen muss, eigentlich sind die janusköpfig, die haben zwei Identitäten. So wie sie die Physiker, Herr Wiesendanger, und die Chemiker, der Herr Weller, sie charakterisieren und sie nach der reinen Lehre vor sich sehen, das ist die eine Identität und die andere ist die, wenn dann so Leute wie ich kommen, nämlich Mediziner oder Biologen und die mit dem Organismus in Kontakt bringen, dann verändern die irgendetwas und das macht erhebliche Teile ihrer Interaktion mit der Biologie, mit dem Körper aus und ist teilweise für unsere Diagnostik hinderlich, teilweise aber auch förderlich.
Was machen die nun in der Kernspintomographie? Die Kernspintomographie ist ja ein Verfahren, was letztendlich Wasserbildgebung macht und darauf basiert, wie sich Wasser oder die Wasserstoffprotonen in einem starken äußeren Magnetfeld verhalten. Und wenn man sie dann anregt mit einer Frequenz, die ihrer eigenen Kreiselfrequenz gleich ist, und diesen Anregungspuls dann abschaltet, dann spricht man von einer Relaxation, also von einem Zurückkehren in den Ruhezustand. Und diese Zeit können unsere Eisenoxidpartikelchen verändern. Einmal sprechen wir von so einer T1-Zeit, das brauchen wir uns nicht merken, und einmal von einer T2-Sternzeit. Also das sind zwei Zeiten, zwei Ruherückkehrzeiten, die diese Nanopartikelchen nach Injektion beeinflussen. Und ganz banal, wir Radiologen sind ja einfache Menschen im Gegensatz zu Naturwissenschaftlern, wenn Sie die T1-Zeit verkürzen, können Sie als positive Kontrastmittel eingesetzt werden. Unser Signal wird weiß, was wir bekommen, und ich zeige Ihnen das gleich. Und wenn Sie diese Zeit verändern, dann werden Sie als negatives Kontrastmittel benutzt und das, was wir uns angucken wollen, wird plötzlich schwarz. Nicht ganz schwarz, aber so schwarz, dass das, was wir in der Umgebung sehen wollen, besser hervortritt. So, ein Beispiel dafür. Vielleicht, wenn wir das Licht noch etwas dunkler machen können. Radiologen lieben das Dunkel. Also, positives Kontrastmittel. Das ist das Gefäßsystem im Menschen. Die Bauchschlagader und die untere Hohlvene. Das wird weiß. Wir können den Fluss darstellen nach Injektion von solchen Eisenoxidpartikeln. Und das ist die normale Leber. Die hat normalerweise so ein Signal wie die Milz, die man hier erkennen kann. Und die wird nach Gabe von diesen Eisenoxidpartikeln knackeschwarz. Vorausgesetzt, sie ist gesund. Das heißt, all das, was in dieser Leber krank ist, tritt dann kontrastreich hervor. Kommerzielle, das sind all die, die bereits auf dem Markt sind. Das ist eine ganze Latte. Und die kommen auf den Markt und verschwinden auch relativ schnell. Die machen eigentlich alle das Gleiche. Die sind nur für unterschiedliche Applikationen zugelassen. Und die möchte ich Ihnen im Folgenden einmal zeigen. In der Leberdiagnostik. Das ist die normale Leber, so wie Sie alle haben, mit Leberzellen, mit Zellen dazwischen, Sinusoiden und Gallenwegszellen. Und da werden diese Eisenoxidpartikelchen von den Fresszellen, nämlich den sogenannten Kupferzellen, aufgefuttert. Wenn man sie injiziert, die Leber ist ein Filter, die frisst die auf. Und was passiert? Das ist vor der Kontrastmittelgabe, hier das obere Bild. Hier wieder unsere Leber im rechten Oberbauch, unpaares Organ mit 5 Buchstaben, kann man sich leicht merken. Wenn es auch drückt hier oben mal, dann weiß man, da ist was nicht in Ordnung. So, und dann spritzt man dieses Kontrastmittel, diese Eisenoxidpartikelchen, und Sie sehen, das wird dunkelschwarz. Und auch die Milz nimmt etwas auf. Was hat das nun für einen Effekt? Das möchte ich Ihnen an diesem Beispiel zeigen. Das ist eine Leber, die hat einen großen Tumor. Und Sie werden mir zustimmen, auf diesem Bild sieht man den furchtbar schlecht. In diesem Bild sieht man ihn auch nicht besonders gut, aber in diesem Bild, wo wir Eisen gegeben haben, nämlich diesen superparamagnetischen Eisenoxidpartikel, ist die normale Leber mit den Fresszellen schwarz und der große Tumor, der hier hinten sitzt, ein lebereigener Tumor, ein sogenanntes hepatozelluläres Karzinom, tritt mit hohem Kontrast vor. Warum? Weil der nicht die normale Bauart und Substanz hat wie die normale Leber. Keine Kupferzellen, die können das nicht auffressen. Also wir haben eine deutliche Verbesserung des Kontrastes. Das ist gut, nicht nur für große Tumoren, sondern wir wollen ja auch wissen, sind eventuell schon ganz kleine Lebertumoren da, beispielsweise Metastasen, Absiedlungen aus einem anderen Organbereich, die eine völlig andere Therapieentscheidung nach sich ziehen würden, wenn man sie sieht. Dazu ein Beispiel. Winzige Lebermetastasen, die man hier vermuten kann, die aber nach Gabe von diesem Eisenoxidpartikel wesentlich besser hervortragen. Diese kleinen weißen Pünktchen, die Sie hier sehen und die dankenswerterweise schon mit Pfeilen für mich versehen sind, das sind kleine Lebermetastasen eines leberfremden Tumors, die sich hier abgesiedelt haben. Was kann man in den Lymphknoten machen? Die Lymphknoten sammeln, nomen est omen, die gesamte Lymphflüssigkeit unseres Körpers auf und sie transportieren eine Unmenge von Stoffen, aber sie transportieren auch Zellen, so zum Beispiel Tumorzellen. Tumoren
metastasieren. Das ist ein wesentliches Kennzeichen von bösartigen Tumoren, indem sie Zellverbände irgendwo anders hin verschleppen. Und das machen diese Lymphgefäße. Was kann man nun mit Eisenoxidpartikeln in Lymphgefäßen machen? Das ist toll, was man tun kann. Man spritzt wiederum intravenös, also durch die Vene, diese Substanz. Die wandert aus und wird von Makrophagen, diesmal von den Makrophagen, die im Blut herumschwimmen, aufgefressen. Und dann wandern diese Makrophagen über einen Raum, der zwischen den Gefäßen und den Zellen liegt, durch das sogenannte Interstitium, wird abtransportiert von der Lymphe, von unseren Lymphbahnen. Das sind ultradünne, ganz feinwandige Gefäßbahnen und werden von dort in die Lymphknoten sozusagen in ihre Speicherstationen transportiert. Und auch da ist es wieder so, die Makrophagen wandern in diese Lymphknoten. Und in dem Moment, wo ein Lymphknoten nicht nur aus der normalen Gewebszusammensetzung, also aus diesen Fresszellen besteht, sondern zum Beispiel aus Metastasen besteht, die da auch durch die Lymphe hingeschwommen sind, können wir wiederum einen Kontrast generieren. Das soll Ihnen so ein Beispiel zeigen. Injektion dieser Eisenoxidpartikel, das sind Lymphknoten und Sie sehen hier einen entnommenen Lymphknoten, der normale, mit Eisen fressenden Fresszellen geladene Strukturen aufweist und im anderen Bereich hier Tumorzellen. Wie sieht das dann im MR-Bild aus? Das ist ein Patient, der hat einen großen Prostatatumor. Hier sind Lymphknoten, einer, zwei. Wir spritzen Eisen, Kontrastmittel, unsere magnetischen Kontrastmittel und Sie sehen, dieser Lymphknoten hier wird plötzlich knackeschwarz. Das heißt, der nimmt die normalen mit Eisen beladenen Zellen vollständig auf und dieser Lymphknoten hier oben, der ist so halbiert. Der ist nur an einer Stelle mit Eisen beladen und am Rand ist er mit tumorbefallenen Zellen kontaminiert. Und das hat eine ganz erhebliche Auswirkung auch auf die weitere Therapieentscheidung. Wir machen ja nicht Diagnostik um der Diagnostik willen, sondern hier wird sich dann dadurch, dass der Tumor bereits in Lymphknoten gestreut hat, an der Therapieentscheidung was ändern. Das war jetzt alles schwarz. Schwarz war gut, gutes Körpergewebe. Der Kontrast dazu weiß, böses Körpergewebe. In den Gefäßen, hatte ich Ihnen gesagt, machen diese Eisenoxidpartikelchen weißen Kontrast. Also sie sind als positive Kontrastmittel zu verwenden und man kann sich dadurch sehr, sehr schön das gesamte Gefäßsystem im Körper, die Arterien, also die Gefäße, die vom Herzen wegführen und die Venen, die zum Herzen zurückführen, darstellen. Was gibt es für experimentelle Anwendungen, wozu man solche Eisenoxidpartikelchen in der Magnetresonanztomographie einsetzen kann? Man kann Zellen ganz einfach markieren. Man badet Zellen, wenn Sie so wollen, in Eisenoxid. Das ist dann das Ergebnis danach. Sie sehen alles, was hier blau ist, das ist Eisen. Und man kann dann, wenn man diese Zellsuspensionen, die mit Eisen markiert und beladen sind, wiederum in den Körper gibt, den Weg dieser Zellen durch den Körper mit Hilfe der Magnetresonanztomographie, der Kernspintomographie verfolgen. Und dazu mal ein Beispiel, das ist die Zelldetektion und die Migration, also das Migrationsmonitoring ist ein tolles Wort, also das Beobachten des Zellwanderns mithilfe von solchen Eisenoxidpartikelchen nachvollziehen. Hier in einem Experiment, wo man gezeigt hat, dass in einer Spezies, wo bestimmte Substanzen der Nervenscheidenbildung fehlen, dass man sehr, sehr gut hier den Verlauf von solchen Stammzellen, die man mit Eisen markiert hat, nachvollziehen kann. Das geht sehr, sehr gut experimentell. Man kann damit aber auch Gefäßerkrankungen darstellen. Arteriosklerose, Sie alle kennen das, hoffentlich nicht. Schaufensterkrankheit, Ihre Gefäße verstopfen, weil Sie entweder zu viel gegessen, geraucht oder beides zusammengetan haben. Deshalb immer ein gutes Glas Rotwein dazu, das stimmt übrigens. Was machen jetzt diese Eisenoxidpartikelchen mit und an der Arteriosklerose? Auch in so einer Arteriosklerose, in der Gefäßveränderung, in der Einengung, sind Entzündungszellen, Fresszellen, die dazu führen, dass irgendwann so ein Gefäß eingeengt wird. Es entsteht ein sogenanntes arteriosklerotisches Beet. Und da wandern diese Fresszellen hin.
Was macht man? Das ist ein Schnitt durch ein Gefäß, durch die Brustschlagader in einem Experiment. Und wir sehen hier, Nachgabe von solchen Eisenoxidpartikeln wird die Gefäßwand schwarz. Und das liegt daran, dass dieses Eisenoxid wiederum in diesen Makrophagen, also in den ortsständigen Fresszellen der Gefäßeinengung, gespeichert werden. Das heißt, man kann entzündliche Plaques mit dieser Eisenoxidmarkierung erkennen und detektieren. Also eine hilfreiche Einrichtung. Wir haben das auch gezeigt in einem Experiment, Frau Kollegin Jung aus unserer Klinik, die hat diese Eisenoxidpartikelchen verpackt in sogenannte Lipoproteine. Das sind Fettkapseln, wenn Sie so wollen, die das Fett durch den Körper hindurch transportieren und die sich leider Gottes dann auch in solchen atheromatösen, das heißt fettreichen, entzündlichen Gefäßwandverengungen einlagern. Und das ist hier eine Dreifachmarkierung mit leuchtenden Teilchen aus der Fabrikation von Horst Weller, mit solchen superpagen magnetischen Teilchen und die sind gleichzeitig noch markiert, damit man sie wirklich gut nachverfolgen kann, mit strahlenden Teilchen mit Eisen 59. Und diese Dinger sind injiziert worden, und zwar einmal in die freie Bauchhöhle, da ist auch eine große Oberfläche, ein sogenanntes Endothel. Und dann hat man gesehen, dass die diese Barriere überwinden und plötzlich von der Bauchhöhle über Makrophagen in die Milz, in die Leber, aber auch in diese Plaques hinschwimmen. Und wenn man das vergleicht nach der IV zu der intraperitonealen Injektion, haben wir gesehen, dass das, wenn man das in die Bauchhöhle spritzt, viel, viel besser geht. Das heißt, die Akkumulation von diesen Eisenteilchen viel besser in dem Gefäß ankommt, erstaunlicherweise, als wenn man das in die Vene gibt. Nochmal ein Beispiel hierfür, in vivo eine native Brustschlagader. Hier ist das Nachkontrastmittelgabe. Das kann man dann ganz noch quantitativ auswerten. Das heißt, über die Kartierung, über die Vermessung dieser von mir vorhin skizzierten Rückkehrzeiten der Gewebe, der Relaxationszeiten, kann man dann solche Karten erstellen. Man kann mit diesen Fettkapseln auch Stoffwechsel darstellen. Und zwar, indem man in solch eine Fettkapsel, in solch ein Lipoprotein wiederum Eisenoxidpartikelchen hineingibt. Ich zeige Ihnen hier ein Experiment, da wird jetzt das Kontrastmittel gegeben und das ist, Sie werden gleich sehen, das hier wiederum zur Orientierung, vielleicht für Nichtradiologen, das ist hinten, das ist vorne, hier das Versuchstier in diesem Fall liegt auf der Seite, hier ist die untere Schlagader und das Organ, was Sie hier sehen, was mit solchen weißen Straßen versehen ist, das ist die Leber bei einem Versuchstier. Wir haben jetzt dieses Kontrastmittel gespritzt und Sie werden erkennen, dass über die Zeit dieses Organ, was wir uns anschauen, plötzlich dunkel wird. Will sagen, die Eisenoxidpartikelchen, die in den Fettkügelchen gespeichert sind, werden von einer gesunden Leber, die die Fähigkeit dazu hat, und deshalb gibt es Leberzellverfettung, wenn man zu gut isst, aufgenommen und letztendlich dort deponiert. Nun kann man hergehen und diese, wir haben sie Nanosomen genannt, diese Partikelchen einmal gesunden Versuchstieren geben und einmal Tieren geben, die nicht diese Fähigkeit haben, diese Fettkügelchen zu speichern, weil ihnen irgendein Enzym dazu fehlt. Und das kann man bildgebend darstellen. Sie sehen hier Vor-Kontrastmittelgabe, das sind die gleichen, das sieht auch visuell so aus, die gleichen Signalstärken, wie wir sagen, in der Leber. Und nachdem wir das Kontrastmittel gegeben haben, die Eisenkügelchen in den Fettkapseln, wird die Leber plötzlich schwarz, knackeschwarz beim gesunden Tier und viel weniger schwarz bei dem Tier, was dieses Enzym fehlt. Will sagen, wenn man diese Eisenoxidpartikel intelligent einsetzt, zum Beispiel in solchen Nanokapseln, kann man damit Stoffwechselbildgebung betreiben. Soweit so gut. Das waren experimentelle und klinische Anwendungen von Eisenoxidpartikeln, die heute gebräuchlich sind und mit denen man bereits arbeiten kann. Und ich möchte Ihnen dann im zweiten Teil einen kurzen Ein- und Überblick in das geben, was sich Magnetic Particle Imaging nennt. Eisenoxidpartikel dienen dazu in der Kernspintomographie, in dem, was Sie gerade gesehen haben, den Gewebskontrast durch eine Veränderung dieser sogenannten Relaxationszeiten, also der Rückkehrzeiten von Wasserstoffprotonen in ihre Ausgangslage zu verändern.
Ganz anders bei diesem Verfahren, beim Magnetic Particle Imaging. Beim Magnetic Particle Imaging gucken wir uns direkt an, wie der Effekt einer Magnetisierung, also des Anlegens eines äußeren Magnetfeldes, auf diese Eisenoxidpartikelchen selber ist. MPI, also Magnetic Particle Imaging, ist nichts anderes als eine Bildgebungsmodalität, eine tomografische, zur direkten Darstellung dieser Eisenoxidpartikel. Also wir gucken uns nicht mehr eine indirekte Wirkung an, eine Veränderung einer Eigenschaft eines Gewebes in einem System, sondern wir gucken uns direkt diese superparamagnetischen Partikelchen an. Und wie geht das? Man muss diese magnetischen Partikelchen, die sich wie solch kleine Stabmagneten verhalten, einem ziemlich starken äußeren Magnetfeld aussetzen und sie in eine Sättigung treiben. Das heißt, die ganze Probe kann nicht mehr weiter magnetisiert werden. Alle Partikelchen gucken sozusagen in eine Richtung. Das ist ohne dieses äußere Magnetfeld, das ist mit diesem äußeren Magnetfeld. Die stehen dann alle in Reih und Glied. Nachdem man sie dort reingetrieben hat, kann man ein weiteres Magnetfeld über diese Probe fahren lassen. Und jetzt muss ich einmal richtig treffen hier mit meinem Zeiger. Und dann ein weiteres Magnetfeld über diese gesättigte Probe fahren lassen und in einem Punkt, dem sogenannten feldfreien Punkt, die Magnetisierung dieser Eisenoxidteile auslesen. Hört sich komisch an, ist aber so. Und was dann daraus resultiert und passiert, ist sowas, nämlich was ganz Tolles. Dieses Verfahren ist von Herrn Gleich und Weizenecker hier im Jahr 2001 im Philips Forschungslabor direkt um die Ecke in Hamburg entwickelt und entworfen worden. Und dieses Jahr, das war vor wenigen Wochen, mit dem Europäischen Erfinderpreis 2016 dekoriert worden, was beim Management der Firma Philips unmittelbar dazu geführt hat, das Projekt klinisch zunächst mal auf Eis zu legen. Das klingt auch komisch, ist aber so. Weil man gesehen hat, ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung ist von der Partikelentwicklung abhängig und das hat die Gerätefirma alleine nicht mehr in der Hand. Nichtsdestotrotz ein hochspannendes Verfahren, mit dem man viele Dinge machen kann, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Also 2001 Erfindung, das war der erste Prototyp und das ist der erste präklinische Scanner, den wir in unserer Klinik dann im Jahr 2014 in Betrieb nehmen konnten. Was zeichnet nun Magnetic Particle Imaging als tomografisches Verfahren gegenüber anderen Modalitäten der Magnetresonanztomographie oder der auf Röntgenstrahlen basierenden Computertomographie aus? Das ist zum einen eine etwas schlechtere Auflösung im Vergleich zum CT, aber eine sehr, sehr hohe Empfindlichkeit für den Tracer, also für unser Eisenoxidteilchen, die ist um ein Vielfaches höher, das heißt, das ist wesentlich sensitiver beispielsweise als nuklearmedizinische Verfahren und strahlt dabei nicht. Und was grandios ist, dieses Verfahren ist ultraschnell. Das ist sozusagen der Ferrari unter den bildgebenden Systemen. Sie können damit 40 bis 50 Bilder pro Sekunde generieren. Jetzt werden Sie sich fragen, warum ist das gut, wenn man so schnell was bewegen kann oder schnell was angucken kann. Das ist ganz simpel. Vergleichen Sie es mit der Fotografie. Ja. Wenn Sie einen Film drehen wollen und machen das mit einer Kamera, die nur alle 10 Sekunden ein Bild macht, wird der Film wenig Applaus kriegen, wenn das Licht wieder angeht. Wenn Sie das aber mit einer schnellen Kamera machen, die feinste Bewegung nachvollziehen lässt, ist das um ein Vielfaches besser. Man kann dadurch, dass das Verfahren so schnell ist, sogenannte dynamische Bildgebung machen. Das heißt, wir können uns Blutfluss beispielsweise angucken. Bewegende Teilchen, die sich durch ein Gefäßsystem bewegen. Und, das zeige ich Ihnen auch gleich, wir könnten damit theoretisch, und wir machen das auch praktisch im Experiment schon, uns anschauen, wie man ein Gefäß unter Magnetic Particle Imaging Kontrolle aufdehnt. Eine sogenannte Gefäßdilatation, Gefäßaufweitung. Man kann damit Zellen markieren und sie auch nachverfolgen, Zelltracking, und unter Umständen nicht für die Tumor-Diagnostik, take my apologies, sondern man könnte es für die Tumor-Diagnostik benutzen. So sieht diese Maschine aus, die bei uns im Raum steht. Das ist ein unscheinbares Gerät, für das die Deutsche Forschungsgemeinschaft 4,5 Millionen Euro ausgegeben hat und mit dem wir diese Experimente durchführen.
Was ganz wichtig ist, wir sehen damit nur den Tracer, das Eisenoxid. Wir sehen nichts anderes. Wir haben keine anatomische Orientierung. Das macht das Verfahren auch wieder sehr spannend. Und zwar muss man nämlich, damit man überhaupt diese Eisenoxidpartikelchen weiß, wo die angelangt sind, muss man sie mit einem zweiten Verfahren bezüglich ihres Aufenthaltsortes validieren, wie wir sagen. Wir müssen gucken, wo sind die überhaupt. Und das machen wir derzeit mit der Magnetresonanztomographie. Also hier ist unser Proband, eine Maus, die wird im MR untersucht, dann wird dieses Eisenoxidpartikel appliziert, das rauscht durch das Gefäß, das ist dieses Weiße hier, und dann werden beide Bilder überlagert und man weiß, aha, hier irgendwo muss das Herz dieser Maus sein und hier sind die großen zum Herzen zuführenden Gefäße. Das ist der erste Schritt, um mit Magnetic Particle Imaging glücklich zu werden. Das heißt, man muss das miteinander korrelieren. Das lässt sich auch sehr schön an dieser Kiwi verdeutlichen. Eine frische Kiwi, die wird im MR gescannt. Dann wird sie mit solchen Stäbchen versehen, die sowohl Stoffe enthalten, die man im MR sieht, als auch im Magnetic Particle Imaging. Das beides wird überlagert und Sie können sich dann die Kiwi hier mit diesen sogenannten Fiducial Markers in allen drei Raumrichtungen, also von vorne, einmal in diese Richtung durchgeschnitten und einmal wie eine Wurstscheibe durchgeschnitten, anschauen. Ich hatte Ihnen gesagt, das Verfahren ist sehr schnell und wir können zum Beispiel mit diesem Verfahren diesen Eisenoxidtropfen in solch einer Spirale nachverfolgen und ganz genau dadurch, dass wir wissen, wie die Durchlaufgeschwindigkeit bzw. die Messgeschwindigkeit an dieser Stelle ist, zu einem Ort zurechnen und zukodieren. Das heißt, wir können die Flussgeschwindigkeit daraus berechnen und wissen, aha, in dieser Spirale hat zum Zeitpunkt der Messung eine Flussgeschwindigkeit von 5,5 mm pro Sekunde beherrscht. Für was ist das wichtig? Wenn wir später einmal Gefäße angucken wollen, kann man durch die Erfassung der Flussgeschwindigkeiten im Gefäß darauf rückschließen, ist ein Gefäß normal weit oder ist es eingeengt? Geht der Fluss da ganz schnell durch oder versickert er irgendwo? Das lässt sich damit erledigen. Das ist eine gute alte Röntgenuntersuchung. Wir haben hier Kontrastmittel in die Schwanzvene einer Maus injiziert. Sie sehen hier die beiden Nieren, die Lunge, das schlagende Herz. Und das Ganze kann man mit MPI ebenfalls nacharbeiten, mit einer höheren zeitlichen Auflösung. Das Gleiche noch einmal zur Verdeutlichung. Das ist unser Tracerbild. Also wir sehen hier nichts anderes als den Eisenoxidbolus, wie er durch die Versuchsperson, in diesem Falle wiederum eine Maus, fließt. Hier ist die Maus überlagert, das MR-Bild, das ist die Nase, das ist das Schwänzchen. Und hier kommt dieser Eisenoxidbolus an und wird dann verteilt. Was ganz wichtig ist bei diesen Partikeln, die sollen möglichst für manche Anwendungen lange im Gefäßsystem verbleiben und nicht etwa in dieses Fresszellensystem abwandern, wo sie uns kein Signal mehr geben, womit wir ein Gefäß uns anschauen können. Und hier haben wir so einen Kandidaten und was man jetzt sieht, ist keine kleine Amöbe im Reagenzglas, sondern das ist das Gefäßsystem einer Maus mit vielen kleinen Verästelungen, die man plötzlich, und vergleichen Sie das nochmal, hier haben wir eine große, dicke, weiße Kontrastwurst gesehen und in diesem Experiment sehen wir nicht nur die weiße Kontrastwurst, sondern sehen viele kleine Verzweigungen. Das ist ein lang zirkulierender Tracer, ein lang zirkulierendes Kontrastmittel, Eisenkontrastmittel, was da durchfließt und an dem wir das nachvollziehen können. Man kann natürlich auch hier Zellen markieren, wiederum mit dem Eisenoxid, das ist immer das Gleiche. Und diese Zellen dann, die dieses Eisenoxid aufnehmen, hinterher im MPI nachverfolgen. Das ist eine Probe, eine Gewebsprobe von 20.000 Zellen, die wir mit einem Eisenoxid markiert haben. Jetzt werden Sie sagen, so what? Das konntet ihr doch vorher schon mit dem MR. Klar, das konnten wir, aber wir können es mit MR schneller und in Echtzeit. Und ich möchte Ihnen dieses kleine Video zeigen zur Dokumentation. Das ist nicht gefaked, das ist unser Monitor, das ist mein Kollege Johannes Salamon. Der ist in dem Scanner und der bewegt hier vorne an dem Probenkopf diese Eisenoxidpartikel und schiebt die immer hin und her. Das heißt also, hier lässt sich in Echtzeit
Das ist jetzt natürlich kein Zelltracking, sondern das ist Dr. Salomons Tracking, der schiebt die Probe hin und her. Aber es lässt sich in Echtzeit verfolgen, wie diese Zellen in diesem System bewegt werden. Eine Sache, die Professor Knopp an unserer Klinik entwickelt hat, der gleichzeitig mit maßgeblich an der Konstruktion dieser Maschine beteiligt war. Für was kann man das noch nutzen? Unterschiedliche Partikel geben in solch einem Magnetic Particle Imager unterschiedliche Signale ab, unterschiedliche Klassen von Signalen. Und dadurch, dass man gleichzeitig verschiedene Tracer anwenden kann, kann man sie in unterschiedlichen Funktionszuständen und auch in unterschiedlichen Körperbereichen voneinander trennen, beispielsweise im Gefäß oder in einem stationären Gewebe. Das nennt man sogenanntes multispektrales MPI. Das heißt, es eröffnet uns die Möglichkeit, nicht nur eine Klasse von solchen Eisenpartikelchen im Körper anzugucken und deren Signale aufzufangen, sondern es ermöglicht uns im Prinzip N beliebig viele. Und das ist einmal hier in dieser Skizze dargestellt. Das sind rote Partikel und grüne Partikel, die halten wir in unser System. Und hinterher kriegt man dann so ein abstraktes Bild heraus, nämlich aus Grün und Blau. Für was kann das gut sein? Man kann damit mit MPI, weil es so schnell ist und weil es ein Echtzeitbildgebungsverfahren ist, interventionelle Instrumente beschichten. Radiologen sitzen nicht nur den ganzen Tag im Dunkeln und gucken auf Bilder, sondern Radiologen revaskularisieren, eröffnen Gefäße, verschließen Gefäße, wenn es blutet oder wenn die Durchblutung zu schlecht ist. Und dafür brauchen wir zum Beispiel solche Ballonkatheter, wie Sie hier oben sehen, und Führungsdrähte, die man in ein Gefäß einführt. Und wenn man die nun mit einer Eisenoxidbeschichtung versieht, sind die plötzlich im MR, in der Magnetic Particle Imaging Verfahren sichtbar. Das ist ein Probeschnitt durch diese Probe mit einem hochauflösenden Computertomographen, 3 Mikrometer Auflösung, wo wir einen Führungsdraht beschichtet haben. Sie sehen hier außen die äußere Eisenhülle. Das sind natürlich Quick and Dirty Experimente, aber das sind Prinzipexperimente, die zeigen sollen, dass es geht. Und das ist unser Ballonkatheter, der auch an den jeweiligen Enden genau markiert ist, damit, und das werden Sie gleich sehen, wir erkennen können, wo wir mit unserem Instrument in dem Messfeld sind. Und das ist jetzt so eine Durchführung einer sogenannten PTA, also einer, das ist ein schweres Wort, perkutan transluminalen Angioplastie, nichts anderes, Ballon aufblasen, Gefäß aufweiten, um eine Gefäßenge zu behandeln. Und wir haben hier jetzt einen Tracer genommen, der dient dazu, unser Glasröhrchen, was uns als Gefäß dient, zu befüllen und hier einen Blutfluss zu simulieren. Wir haben den Führungsdraht, der den Ballonkatheter führt, mit einem magnetischen Lack beschichtet und einen Ballonkatheter genommen, den wir mit einem puren Eisenoxidpartikelchen versehen haben. Und all diese 3 Spektren können wir simultan aufnehmen. Und jetzt müsste und sollte das Video wieder laufen, genau, und das tut es hoffentlich auch. Und das erkennen Sie jetzt, hier ist unser Blutfluss, dann kommt hier mit dem grünen Punkt der Führungsdraht rein. Über diesen Führungsdraht wird gleich ein Ballon geschoben, der hat auch diese grünen Markierungen aufgepustet, das ist das gelbe Signal, was man hier sieht, ja, und simsalabim, dann wird die Stenose weg sein. Also ein Prinzip dafür, man kann in einem Arbeitsschritt 3 unterschiedliche Partikelklassen dazu ausnutzen, sie simultan zu visualisieren und im Prinzip damit eine Gefäßaufweitung durchzuführen. Mit dem Bild würden wir uns das natürlich nicht trauen, das wäre deletär, aber vor 60, 70 Jahren haben die ersten Gefäßeingriffe unter ganz anderen Randbedingungen stattgefunden, als dass sie heute hier im Tierexperiment stattfinden. Was gibt es in Hamburg und wo werden wir diese Nanopartikel für die diagnostische Medizin hin weiterentwickeln wollen? Das ist etwas, was in den Küchen der physikalischen Chemie bei Professor Weller passiert. Innovative Nanopartikel, die für verschiedenste Anwendungen funktionalisiert werden können, die unterschiedlich lange in unterschiedlichen Gewebskompartimenten verweilen. Wir wollen versuchen, diese Nanopartikel so hinzukriegen, dass sie an bestimmte Gewebsstrukturen andocken, das heißt, sie werden sozusagen funktionalisiert. Und wir haben dazu die Möglichkeit,
mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus vielen verschiedenen Instituten diese Interaktion dieser kleinen Nanopartikelchen von der kleinsten Ebene, also vom Atom, bis hin in einen lebenden Organismus nachzuvollziehen und sie für bildgebende Diagnostik irgendwann zu nutzen und, das ist natürlich der heilige Gral, vielleicht auch irgendwann mal zur Therapie. Also es ist ein langer Weg bis dahin und um es nochmal zu erwähnen, wir müssen die Physik und die Chemie verstehen auf der einen Seite, aber wir müssen auch verstehen, wie sieht es aus mit der Biologie dieser Teilchen, wenn sie dann in den Körper gelangen und mit dem Körper in Kontakt treten. Das alles soll dann irgendwann mal münden in einen großen Sonderforschungsbereich, an dem diese Institutionen beteiligt sind. Dafür bitte ich Sie, uns alle die Daumen zu drücken und gleichzeitig mit der Bitte, mein Dank an Sie fürs Zuhören.